Herzlich willkommen zur Lerneinheit über Flussprobleme über den Algorithmus von Edmund Scarpe. Das ist eine Verbesserung des Algorithmus von Ford Folkerson und deswegen werde ich nochmal das Beispiel, was wir in der Lerneinheit über Ford Folkerson haben, hier in dem Video nochmal zeigen, weil man an dem Aufwand des Algorithmus von Ford Folkerson dann sieht, warum der Edmund Scarpe besser ist und das sieht man auch in diesem Beispiel. Ich suche also immer flusserhöhende Wege und bestimme für jeden flusserhöhenden Weg ja diesen Wert, um den ich den Fluss erhöhen kann, mache dann dieses Update und so weiter, bis es keinen flusserhöhenden Weg mehr gibt. Das haben wir am Beispiel kennengelernt. Hier ist nochmal mein Beispiel vom letzten Mal und hier habe ich mal die relativ anschaulich, wie man das tun könnte. Wenn ich hier auf diesen Kanten obere Kapazität C habe, die untere Kapazität soll mal 0 sein, dieser Kanten habe ich eine Kapazität, obere Kapazität 1. Hier gibt es keine Rückwärtskante, ganz einfaches Beispiel. Es ist logisch, ich könnte hier einen ST-Weg wählen, hier oben, und da kann ich sofort die Kapazität bis zum Anschlag erhöhen. Um C habe ich einen flusserhöhenden Weg hier oben. Und im zweiten Schritt könnte ich dann den hier unten wählen und bin nach zwei Iterationen, habe ich den maximalen Flusswert 2C erreicht. Diese Kante würde ich nicht benutzen. Es gibt mehrere flusserhöhende Wege, hier sieht man schon zwei, aber es gibt natürlich auch diesen Weg hier, diesen Weg. Und insofern kann der Algorithmus auch was anderes machen und das hatten wir uns letztes Mal angeguckt. Durch eine ungünstige Wahl, und das war genau dieser Fall, ich bin so nach der Nummerierung der Knoten vorgegangen, von 1 nach 2, okay, da kann ich den Fluss erhöhen, also hier erstmal, von 1 nach 2 kann ich den Fluss erhöhen und von 2... Okay, gehe ich mir erstmal zum nächsten Knoten, wäre 3. Von 3 kann ich den Fluss auch erhöhen. Von 3 nach 4. Also auch das ist ein flusserhöhender Weg, der so nach der Nummerierung der Knoten gefunden würde. Aber da kann ich den Fluss dann nur jeweils um einen erhöhen, weil das durch das Minimum hier beschränkt wird. Aber es wäre ein flusserhöhender Weg und der Algorithmus wird diesen Schritt machen. Das wäre dann der. Und jetzt kann ich... Achso, ist nicht falsch umgelaufen, Entschuldigung. Jetzt kann ich in der zweiten Iteration diese Kante hier als Rückwärtskante benutzen. Also hier unten um 1 erhöhen, hier die Rückwärtskante wieder zurück auf 0 bringen und hier erhöhen. Auch das ist ein flusserhöhender Weg. Und das hatten wir letztes Mal schon, dann erhöhe ich den Fluss wieder nur um 1 und das geht immer so weiter, immer abwechselnd diese Schritte. Und damit kriege ich eine andere Lösung, denn ich brauche 2C-Iterationen, weil durch diese Kapazität dieser Kante hier, die nur 1 ist, die ich immer nur um 1 erhöhen kann, wenn sie vorher 0 war, wenn sie dann 1 ist, kann ich sie als Rückwärtskante wieder um 1 verringern. Kann es sein, dass also bei einer ungünstigen Wahl des flusserhöhenden Weges ich mich nur in so einen 1er-Schritten weiter bewege? Also 2C-Iterationen brauche, während ich mit der ersten Lösung, da wollte ich gerade nochmal hin, nach zwei Iterationen schon diesen Weg habe. Also die Komplexität kann sehr unterschiedlich sein von diesem Algorithmus. Und das kann man auch charakterisieren hier mit dem Aufwand. Der Aufwand ist bei ganzzahliger Eingabe groß O Anzahl der Kanten mal maximalen Flusswert, weil es eben sein kann, dass ich in jedem Schritt nur eine Flusserhöhung um 1 bekomme. Und alle Knoten durchzugehen hat den Aufwand, am Anfang alle in Frage kommenden Knoten, hat den Aufwand Anzahl der Kanten. Es gibt noch eine weitere Aussage, wenn man jetzt nicht ganzzahlige Kapazitäten hat, dass der Algorithmus gar nicht terminiert. Wir haben jetzt immer nur ganzzahlige Kanten oder ganzzahlige Kapazitäten verwendet. Und das ist die Motivation für den Algorithmus von Edmund Scarpe. Denn das Einzige, was dieser Algorithmus anders macht, ist, dass er einen Weg, einen flusserhöhenden Weg mit minimaler Anzahl der Kanten wählt. Also es ist genau das Gleiche, nur in diesem Schritt hier. Und das ist das, was hier eigentlich schon passiert ist. Denn wenn ich jetzt, mal ein gleiches Beispiel, hier wieder gucke, dann würde ich diesen Weg hier eben gar nicht nehmen, weil ein flusserhöhender Weg mit minimalen Kanten ist dieser Weg. Und dann würde ich diese zusätzliche Bedingung im Algorithmus von Edmund Scarpe
würde in diesem Beispiel genau dazu führen, dass das hier passiert. Aber das ist nur ein Beispiel. Der Edmonds Carp wäre also in jedem Fall nach zwei Schritten fertig bei diesem Beispiel. Man kann das auch zeigen, dass, welche Komplexität man hat. Das ist aber ein komplizierter Beweis, den wir in dieser Vorlesung hier nicht machen. Und hier ist das Resultat. Das heißt, die Modifikation beim Edmonds Carp ist relativ simpel. Naja, gut, man muss den kürzesten Weg eben finden, aber vermeidet oder reduziert dadurch den Aufwand.